Hi, willkommen hier auf dem Kanal Lebe für das Abenteuer. Ich bin der Benny und es freut mich, dass ihr dabei seid. Heute ist der erste Tag meiner persönlichen 10.000 Tage Abenteuer Challenge, bei der ich versuche, auf dem Wasser, aber auch am Berg neue Fähigkeiten zu erlernen, um mich dann auch in neue Abenteuer stürzen zu können. Wir sind heute auf dem Weg in die verregnete Schweiz, nach Grindelwald, zum weltbekannten Eiger. Der Eiger ist 3.970 Meter hoch und bekannt für seine Nordwand. Die Nordwand wäre aber für den Anfang etwas zu viel des Guten, daher fasse ich den Aufstieg über die Westflanke ins Auge. Zu diesem Zeitpunkt ist der Aufstieg über den Stopselzieher der Zugspitze meine einzige Erfahrung beim Bergsteigen. Ich hoffe, an diesem Wochenende neue Erfahrungen und Fähigkeiten sammeln zu können. Wir parken unser Auto am Rande des Dorfs und machen uns auf in den Wald. Es ist Freitagabend, die Sonne geht bereits unter und wir versuchen noch einen geeigneten Zeltplatz zu finden. Leider gibt es für dieses Wochenende auch Gewitterwarnung in der Region, doch wir hoffen das Beste. Wir sind mit unserem neuen Zwei-Personen-Zelt sehr zufrieden und haben die erste Nacht gut überstanden. Am nächsten Morgen starten wir mit einer wunderschönen Aussicht ins Wochenende. Während der ersten Etappe durch den Wald machen wir bereits einige Höhenmeter gut, sodass wir bald einen ersten tollen Ausblick über Grindelwald haben. Der Parkplatz liegt eher etwas östlich vom Berg, sodass unsere Tour unterhalb bzw. entlang der Nordwand verläuft. Dabei wechseln wir nicht nur von der Ost- zur Westseite, sondern steigen zudem auch auf über 2000 Meter auf. Wir erreichen den Waldrand. Vor uns liegen nun Wiesen und der Fuß der Nordwand. Auf dieser Etappe haben wir oft die Möglichkeit, unsere Trinkflaschen mit Gletscherwasser aufzufüllen, welches auch wirklich ausgezeichnet gut schmeckt. Es ist schönes Wetter, sehr warm, aber dafür versperrt uns keine Regenwolke die schöne Aussicht auf die Nordwand, die wir gegen Mittag erreichen. Kurz bevor wir die Station erreichen, blüht das Leben am Berg richtig auf. Viele Wanderer, einige Mountainbiker und zwei Paraglider, die richtig motiviert sind, kreuzen unseren Weg. So. Wir haben die Station erreicht, dann können wir jetzt in den Lift gehen und dann war's das für heute. Ciao! Nee, natürlich nicht. Jetzt geht's hoch. Also jetzt suchen wir hier den Einstieg, wo es jetzt weitergeht. Und dann geht's ab. Ich hab Bock. Wir sind hier gerade ein klein bisschen querfeldein unterwegs. Ja, eine kleine Abkürzung, aber Reni kennt den Weg. Reni kennt den Weg. Sobald wir die Station passieren, drehen wir uns in die Westflanke ein und müssen circa eine Stunde zum Rotstock auf 2600 Meter aufsteigen.
Diese Etappe wird auch gerne von einigen Stationsbesuchern absolviert, um eine bessere Aussicht vom Rotstock ins Tal zu haben. Am Rotstock angekommen, legen wir eine Pause ein. An diesem Punkt verlassen wir den kommerziellen Wanderweg und die eigentliche Besteigung beginnt. Dabei gibt es zwei Routen. Die erste führt mit passender Ausrüstung rechts über das Schneefeld. Die zweite, beziehungsweise unsere Route, führt über die Felsvorsprünge. Dabei muss ein Felsabsatz und später eine 30 Meter Kletter- bzw. Seilpassage überwunden werden. 40 Höhenmeter weiter und ich könnte direkt schon wieder eine Pause machen. Genau hier möchte ich meine aktuellen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ich möchte erfahren, wie gut ich den Weg in diesem Gelände finde und wie gut meine Kletterskills tatsächlich sind. Wir erreichen den ersten Felsabsatz. Jetzt geht auch mal ein bisschen Action ab hier. Endlich mal was zum Klettern. Oh, ich hab so Bock, Reni. Ich hab so Bock. Ach, das ist kein K, das ist ein Pfeil. Auf dem Papier ist das eine einfache Kletteraktion, aber wenn man abrutscht, ist der Weg ins Tal sehr weit. Trotzdem überwinde ich meine erste Anspannung und suche einen geeigneten Griff. Ähnlich wie beim Bouldern teste ich einige Möglichkeiten, bis ich schließlich eine stabile Lage gefunden habe und den knapp 2 Meter hohen Absatz überwinden kann. Danach legen wir eine Pause ein und genießen die tolle Aussicht. Das ist steil. Das ist steil. Als ob man so einen Sandhaufen hochgeht. Aber wir haben gesehen, da oben ist irgendwo so ein Einstieg mit so einem Kletterseil. Da versuchen wir dran zu kommen. Der Weg führt uns eine weitere Stunde über Felsstufen, bis wir schließlich die Seilwand erreichen. Eine neue Situation für mich. Der reale Berg, keine Kletterhalle. Sicherungsseile, die jeden Tag Wind und Wetter ausgeliefert sind. Medizinische Versorgung nur über Helikopter und mit Wartezeit. Trotzdem fasse ich mir ein Herz und überwinde meine Angst. 3 Sicherungsseile sind für mich mehr als genug und schlecht klettern tue ich ja auch nicht. Ich nutze eine Aufstiegsklemme, an der ich mich nochmals zusätzlich sichere und welche den Aufstieg deutlich erleichtert. Die Seilwand besteht aus 3 Etappen, sodass ich 2-mal umsichern muss. Die erste Etappe war am steilsten, die nachfolgenden sind deutlich einfacher zu überwinden. Schließlich erreiche ich das Ende der Seilwand und freue mich, mich selbst überwunden zu haben. Geil, geschafft. Woo! Krass. Geil. Leider stecke ich in einer Wolke und kann die Aussicht nicht genießen. Ich steige daher wieder ab. Schwierig. Dieser Aufstieg hat viel Zeit und Kraft gekostet, sodass wir entscheiden, zum nächstgelegenen guten Biwakplatz abzusteigen, um dort unser Zelt aufzuschlagen. Hier verbringe ich meine erste Nacht auf über 2500 Meter.
Am nächsten Tag teste ich noch einige Ausrüstung am Schneefeld, steige dann aber wieder ab, da das Wetter gegen Mittag schlechter wird. An diesem Wochenende habe ich mich selbst und erste Hürden zum selbstständigen Bergsteiger überwunden. Ich bin mir sicher, dass ich den Eiger nicht zum letzten Mal besucht habe und bin stolz auf mich, den ersten Schritt in mein neues Leben voller Abenteuer gesetzt zu haben.